Liebe Freundinnen und Freunde, hier nun der Ausblick auf 2020, was kommt. Und ich glaube, da lohnt es sich, einmal die Verbindung zwischen Bund, Landesebene und kommunaler Ebene zu ziehen. Wir haben ja hier in Berlin eine Landesregierung, an der die Linke beteiligt ist und auf unsere Initiative hin auch einen sogenannten Mietendeckel beschlossen hat. Dieses Thema wollen wir in Bielefeld und in ganz Ostwestfalen-Lippe und in Nordrhein-Westfalen bei den Kommunalwahlen, die am 13. September 2020 stattfinden, aufgreifen. Für uns in Bielefeld insbesondere, mein Wahlkreis, geht es darum, dass wir die Stadt zu einer sozialen Wohnungspolitik bewegen wollen. Und dafür kämpfen wir und treten wir an dem Kommunalwahlkampf. Und darum ist es gut, dass wir mit dem Mietendeckel, den wir auch als kommunale Mietendeckel für Nordrhein-Westfalen fordern, eine Steilvorlage haben. Das ist erstmal wunderbar. Und es kommt auch bei diesen Kommunalwahlen darauf an, dass wir die Themen, die ich vielleicht schon hier im anderen Video angesprochen habe, auf Bundesebene runter transportieren auf die kommunale Ebene, weil dort findet Leben statt. Dort sind Bürgerinnen und Bürger betroffen von allen Entscheidungen. Und da kommt es darauf an, dass wir deutlich machen, die Linke steht mit Konsequenz an der Seite derjenigen, die für ein normales Geld jeden Morgen aufstehen und arbeiten gehen müssen. Wir kämpfen für diese Gruppe, wir kämpfen für diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen, aber eben nicht nur, sondern alle, die eine festes Lohn- und Gehaltsgefüge haben und dafür arbeiten gehen müssen, die sind unsere Adressaten. Wir werden in Bielefeld insbesondere auch unsere ökologischen Themen mit verbinden und wir wollen eine ökologische Politik, die aber sozial gerecht ist, die nicht auf dem Rücken derjenigen ausgetragen wird, die es kaum bezahlen können, während die Verursacher sich in die Seite schlagen. Nun, darüber hinaus wird 2020 uns eine Entscheidung bringen, nämlich die Frage, ob die Parteienfinanzierung vor dem Bundesverfassungsgericht, so wie sie beschlossen wurde, Bestand hat. Ich gehe davon aus und habe da große Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht unsere Position, die Position der Linken, unterstützt, dass dieses Verfahren nicht in Ordnung war und dass die Parteienfinanzierung nicht angehoben werden darf. Nun, drückt ihr bitte uns die Daumen, damit sich unsere juristische Arbeit hier ausgezahlt hat. Ich werde zu gegebener Zeit auch darüber weiter unterrichten. Wir bleiben auch hier am Ball.